Zwei Gleitstücke A und B sind hier über eine Stange der Länge L miteinander verbunden. Sie sitzen jeweils in Führungen in horizontaler und vertikaler Richtung. Das Gleitstück A hat die Geschwindigkeit VA nach links und die Beschleunigung AA nach rechts. Zu bestimmen ist die Beschleunigung des Gleitstücks B und die Winkelbeschleunigung der Verbindungsstange zum gezeichneten Zeitpunkt. Man ist relativ gut beraten bei so einem System, das einen klar ersichtlichen Momentanpol hat, wenn man mit Momentanpol arbeitet. Das ist der Punkt, der zum Zeitpunkt, zu dem Sie das System betrachten, wo keine Geschwindigkeit translatorisch stattfindet. Das ist relativ leicht hingezeichnet, nämlich wenn man sich überlegt, dass dieser Punkt, also B da, sich mit VB bewegen muss, dann ist der Momentanpol einfach dort, wo sich die Normalen auf die Geschwindigkeitsvektoren treffen, nämlich da. Das ist der Punkt, um den das Gesamtsystem zum Zeitpunkt des Betrachtens rotiert und der halt feststeht. Dann kann man einfach da um den Punkt eine Rotation Omega AB festlegen, die ja die Rotation für die Stange ist. Es gibt ja nur die Stange, die rotiert, und die Winkelgeschwindigkeiten sind für alle festen, für jeden für sich betrachteten festen Körper immer gleich. Wenn das um einen Momentanpol Omega AB ist, dann ist das automatisch auch die Winkelgeschwindigkeit für die Stange. Andere Möglichkeit haben wir nicht. Und damit natürlich auch eine Winkelbeschleunigung. Aber jetzt schauen wir uns einmal die Winkelgeschwindigkeit an. Nämlich wieder im Koordinatensystem von vorher, diese Winkelgeschwindigkeit Omega AB, vielleicht jetzt wirklich einmal nur als Betrag hingeschrieben, muss dann ja sein, die bekannte Geschwindigkeit VA dividiert durch den Abstand zum Drehpunkt. Und der Abstand zum Drehpunkt ist Sinus Beta, oder wenn Sie es da oben, da haben Sie ja oben auch noch einmal Beta, mit VB ausdrücken wollen, dann halt durch Cosinus Beta. Zeigt, dass in dem Fall gerade VA gleich VB sein muss, damit das funktionieren kann. Das sieht man auf den ersten Blick. Wenn der Winkel 45 Grad ist, müssen die Geschwindigkeiten gleich groß sein, sonst geht das nicht. Das sind 7,1 Sekunden nach minus 1. Dann haben wir mal eine Winkelgeschwindigkeit für die Stange sofort berechnet. Und diese Winkelgeschwindigkeit lässt sich jetzt übertragen, und jetzt zeichnen wir wirklich die Stange noch einmal hin, gleich als Vektor, also hier diesen Abstand L als L-Vektor, Beschleunigung, also sozusagen, das muss ich schon herschreiben, warum, weil das rechne ich eigentlich da nicht mehr aus. VB ist gleich VA, weil Omega AB ja auch VB durch L Cosinus Beta ist mit Beta 45 Grad, und das muss das Gleiche ergeben wie oben. Damit können nur die beiden da gleich sein. Also nur, dass der Gedankengang zu Ende gedacht ist. Das ist nämlich schon die Antwort auf die Frage, wie groß ist VB. Und für die Winkelbeschleunigung bzw. für die translatorische Beschleunigung von B, ich zeichne es einfach einmal irgendwie ein. Schauen wir mal, was rauskommt. Gibt sowohl das Omega AB als auch eine Winkelgeschwindigkeit Alpha AB. Die wirkt überall in der Stange. Deswegen auch egal, wo man es hinzeichnet. Und dann erinnert man sich zurück an die Kinematik für die Beschleunigung, wo ja mit dem Koordinatensystem wieder wo Terme vorkommen, AB ist natürlich die Beschleunigung von A plus direkt der Rotationsanteil aus der Beschleunigung, also Alpha AB kreuzt diesen Abstand L
und dann dieser Anteil minus Zentripetal Omega AB Quadrat mal Abstandsvektor L. Also das Kreuz, Kreuz, gleich so hingeschrieben. Und wenn Sie das einsetzen, dann kriegen Sie wieder das Koeffizientenvergleich, also minus AB gibt es in, ich schreibe es jetzt einmal als Ganzes her, AB gibt es ja nur in Y-Richtung, in die andere ist es eingeschränkt und dort negativ in Y. AA geht nur in X-Richtung, positiv im Koordinatensystem, minus Alpha AB L Cosinus Beta, also schon das Kreuzprodukt sozusagen in X-Richtung, minus aus dem hinteren Omega AB Quadrat L Sinus Beta. Das sind die ganzen X-Komponenten, wo links 0 steht. Und die Y-Komponenten liefern Alpha AB L Sinus Beta minus Omega AB Quadrat L Cosinus Beta. Das gehört noch da dazu, zu der Gleichung. Auf zwei Zeilen aufgeteilt, dass man die Y- und die X-Komponenten sofort wieder voneinander unterscheiden kann. Obere Zeile gleich 0, untere Zeile gleich minus AB, wenn man den Koeffizientenvergleich durchführt. Damit kriegt man nämlich schon einmal die Winkelbeschleunigung raus aus dem Ganzen als Beschleunigung von A minus Omega AB Quadrat L Sinus Beta durch L Cosinus Beta. Das sind die 25,4 Sekunden nach minus 2. So, und aus der anderen Gleichung die Beschleunigung von B mit minus Alpha AB L Sinus Beta plus Omega AB Quadrat L Cosinus Beta. Das ist die untere Zeile da mit der linken Seite. Und das liefert 5,21 Meter pro Sekunde Quadrat und zeigt uns, dass die rote Beschleunigung von A tatsächlich noch nach unten wirkt, im Gegensatz zur anderen. Also das von den Beschleunigungen kann man nicht so direkt darauf schließen, wie die miteinander zusammenhängen.